Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Tabs, dem Totally Accurate Virtual Simulator. Und nachdem wir das letzte Mal ein bisschen die Asiaten entzaubert haben, bin ich aber überlegen, was ich heute mache. Wir könnten mal jede Menge von den Kollegen hier in die Schlacht schicken, die springen ja immer so schön behindert, genauso wie die Samurai. Da haben wir letzte Folge schon gesehen, die sind nicht so gut. Bin mal gespannt, mit wem wir die gekillt kriegen. Ich nehme jetzt einfach mal die billigsten Einheiten. Also nicht billig im Sinne von geldtechnisch billig, aber die sehen einfach billig aus. Speerwerfer. Mal gucken, ob die Gegner ankommen. Boah, die brauchen super ewig zum Werfen. Oh, schön. Sie töten sich wieder gegenseitig. Ich liebe es. Friendly Fire at its best. Ich weiß nicht, was der Typ da hinten macht. Ich habe da keinen hingestellt. Ich glaube, drei Speere halten sie aus, dann fallen sie um. Ja, easy. Und lustigerweise habe ich fast doppelt so viel ausgegeben für die hier wie für die Speerwerfer. So, jetzt haben wir doppelt so viel. Und die werden wieder keine Schnitte gegen die gewinnen, vermute ich. Hier die rechte Flanke ist schon ganz schön eingebrochen. Ah, jetzt könnte es anders ausgehen, glaube ich. Nee, die haben da überhaupt keine Schnitte gegen. Wir können nichts dagegen tun, außer sterben. Was lernen wir daraus? Entweder sind die Speerwerfer zu stark oder die hier sind zu kacke. Wie können wir das überprüfen? Wir wissen, dass die hier nicht schlecht sind, die Samurai-Meister. Wir nehmen jetzt... Okay, das ist zu teuer. Moment. Für selbe Geld, wie wir gerade... Die... Ungefähr selbe Geld. Wie wir gerade die... Wikinger getestet haben, nehmen wir jetzt mal die Samurai. Ich wette, dass die Samurai die platt machen. Weil die sind schon sofort in den Reihen der Gegner drin. Und wühlen sich dann einfach dadurch. Aber die Samurai haben da auch keine Schnitte gegen. So gar nicht. Oder? Doch. Wollte gerade schon sagen, ey. Es hätte mich jetzt auch gewundert. Aber Alter, guck mal, wie viel die Viecher aushalten. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier einen direkten Treffer in den Hals. Und der bockt sich sogar noch selber auf, der Kerl. Lol, der hat sich selbst festgenagelt, ist aber auch schön. Und wenn ich da jetzt einfach noch eine Reihe von den Kerlen hinpacke, ist wieder ein bisschen ausgeglichener. Komm, werft schon. Lasst euch nicht so viel Zeit. Wenn die ein bisschen weiter werfen würden, ich glaube, dann wäre das echt eine super Einheit. Ich frage mich, was der Typ da hinten macht. Ich habe da doch keinen gespawnt. Verwirrend. Äußerst verwirrend. Okay, eine Reihe hat schon gelangt anscheinend. Lol. Wo sind der gerade hingeflogen? Lol, voll die Beine festgetackert. Der kann sich nicht mehr bewegen. Und dann noch ein dicker Headshot. Joa, die sind ein bisschen stark, würde ich mal behaupten. Ups, falsch. Oder? Ist doch eigentlich ein bisschen unrealistisch. Dass eine total billige Einheit alles andere fertig macht.
Aber meine Lieblingseinheiten im Spiel sind immer noch die hier. Die Musketenschützen. Absolute Lieblingseinheit. Bei denen kracht's immer so schön. So, noch ein paar rein. Gegen wen lassen wir die antreten? Gegen wen könnten wir die antreten lassen? Unfassbare viele Schildleute. Dicht gedrängt. Wobei, ich glaube, die schlagen einfach. Ich glaube, das habe ich letzte Folge schon mal ausprobiert. Das geht einfach durch. Vermute ich. So. Okay, das war vielleicht ein bisschen viel wieder für meinen guten PC. Ah, wobei, jetzt geht's. Lol, wie das aussieht, ey. Jetzt marschieren sie durch. Das sieht cool aus. Auch wenn's ruckelt. Ah, jetzt geht's. Aber die sind tatsächlich weitergekommen, als ich gedacht habe. Wenn ich hinter denen jetzt noch eine Linie von normalen Rittern oder sowas aufbaue, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Musketenschützen keine Chance haben. So, wenn die erste Reihe erstmal tot ist, dann wird es immer flüssiger und flüssiger. Schon bitter, wenn man sich darauf verlassen muss. Naja, jetzt wird es langsam flüssiger. 2 Bilder pro Sekunde, yay! Okay, jetzt geht's. Ja, und ich würde mal behaupten, die Kreuzritter machen hier wirklich den Unterschied. Ich weiß nicht, wie viel Schuss die Kreuzritter aushalten, aber schon ein bisschen was. Ich glaube 2. Ah, wobei. Ich glaube, das verlieren die Kreuzritter und die Schildträger. Ja. Keine Schnitte. Die sind hier hinten so geballt. Was willst du dagegen machen, ey? Glück gehabt. Hätte auch anders ausgehen können. Was schicke ich denn jetzt gegen die? Nur Kreuzritter. Im Nahkampf sind die halt echt brutal, aber... So, ein bisschen Platz dazwischen lassen. Ja, wie gesagt, aber gegen sowas, gegen Fernkampfeinheiten haben sie halt echt nichts zu melden. Vermute ich. Wenn die erste Salve abgefeuert wird. Krass, nee, das haben wirklich einige überlebt. Alle? Fast. Wir sehen also, Technik bringt nicht zwangsweise etwas. Lol, die haben sich verkeilt. Die halten Händchen, sagst du? Ja. Technik hat keine Schnitte. Wenn ich da jetzt noch die eine oder andere Kanone mit einbaue. Hier ein bisschen so an die Seite. Man muss ja nicht alles gleich kaputt schießen. Wann schießen die Kanonen? Da sind sie. Immerhin, die Kanonen machen ein bisschen was kaputt. Hoffentlich nicht nur die eigenen Leute. Die hat bisher nur eigene Leute getroffen. Alter, die trifft wirklich nur eigene Leute. Alter, was bist du für ein Kameradenschwein? Jetzt hat es mal einen Gegner getroffen. Schon wieder.
Nee, nicht gut. Und wenn ich die Kanone ersetze durch Katapulte und Speerschleudern, hier so eine Skorpion. Ah, Mist, die treffen echt die Bäume, ey. Ich krieg die Krise. Sehr schön. So sieht das aus. Boah, der Stein, der ging gut durch. Aber die Speerschleudern bringen schon ein bisschen was, aber ich weiß nicht, wie viel. Also mit schweren Waffen kommt man gegen die Ritter ganz gut an. Was könnte man ihnen noch entgegenschicken, um es den Schützen ein bisschen einfacher zu machen? Die Barrel Roller. Bestimmt eine super Idee. Weil davon keiner mehr überlebt, wahrscheinlich. Naja. Die rennen jetzt einfach sinnlos durchs Feuer und sterben einfach. Ah, da haben es tatsächlich ein paar überlebt. So 10. Und jetzt haben wir hier einen schönen Bug, weil der Soundeffekt noch da war. Naja, jetzt ist er weg. Und wenn ich die Feuerleute den Kollegen hier auf dem Weg mitgebe. Nee, das sind zu viele. Machen wir mal 3 Stück. Das sollte lang, glaube ich. Lol, was auch immer der Typ da tut. Jetzt rollt er, weil der Ritter da drauf läuft oder was? Keine Ahnung, hat sich festgebackt. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist zu einfach. Bogenschützen. Bogenschützen werden noch ignoriert. Nein, werden sie nicht. Jetzt werden sie definitiv nicht mehr ignoriert. Aber da drüben leben sie auf jeden Fall noch. Und tun auch ihren Dienst. Aber treffen nichts. Ganz großes Kino, liebe Bogenschützen. Komm schon. Ich will, dass meine Musketenschützen gewinnen. Irgendwie. Lol, und der ist ein bisschen angesenkt, würde ich mal behaupten. Der ist gut durch. Ah, nee, das können sie nicht gewinnen. Schade. Wobei, die haben noch einen ganz schön weiten Weg vor sich, bis sie bei den Bogenschützen ankommen. Könnte lang. Krass. Tatsache. Drei Pfeile brauchst du, oder zwei, um so einen armen Ritter zu fällen. Ich glaube, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.